Wenn in Deutschland das Wort Gastarbeiter fällt, dann denken im Westen der Republik die meisten an Menschen aus Italien, Griechenland oder der Türkei. Doch auch die ehemalige DDR brauchte Arbeitskräfte aus dem Ausland. Und die kamen Ende der 70er und 80er Jahre häufig aus dem sozialistischen Bruderstaat Vietnam. Allerdings lief das mit der Integration auch im Sozialismus alles andere als optimal. Und so blieben die Vietnamesen meist unter sich. Nach der Wende kehrten Tausende deshalb zurück nach Fernost, doch einige blieben auch. Und auch die zweite Generation legt sich mächtig ins Zeug, um ihren Weg hier zu machen, wie Griet von Petersdorf mittendrin in Berlin erlebt hat. Okay, letzten drei wieder. Und runter. Ellbogen schön nach hinten. Stark. Hältst du durch. Und 4, 3, 2, 1 und Grundposition. Mit Durchhalten kennt Thuren Lesig aus. Der 30-Jährige ist Chef von mittlerweile drei dieser Sportstudios. Elektrische Muskelstimulation bringt hier die Fitness. Anstrengend, aber effizient. Und das passt auch zu Thuren Le. Sofort nach dem dualen Studium Fitnessökonomie hatte er sich selbstständig gemacht mit wenig Geld und viel Arbeiten. Wir kennen das nicht anders. Wir sind dazu gemacht, sage ich mal, Leistung zu bringen auf Druck. Ne? Also unter Druck entstehen ja Diamanten. Und das können Vietnamesen sehr, sehr gut. Das haben mir meine Eltern vorgelebt. Seine Eltern. Sie gehören zu den Vietnamesen der ersten Generation in Ostdeutschland, waren sogenannte Vertragsarbeiter in der damaligen DDR. Seine Mutter war Näherin, sein Vater Fräser. Das ist mein Papa. Die sind ja sehr, sehr jung gekommen. Da waren die auch Mitte 20 sogar, wenn nicht in den Anfang 20ern. Wenn er seine Eltern sehen will, dann geht er nur kurz über die Straße in Berlin-Lichtenberg. Sie haben dort seit vielen Jahren einen Imbiss, ackern wie eh und je, er wartet, die Kunden gehen vor. Das ist der Papa. Haben Sie jetzt gerade Zeit oder müssen Sie arbeiten? Ich muss auch arbeiten, ja. Er lacht immer, auch wenn es schlimm wird, so wie nach der Wende, als er und seine Frau arbeitslos wurden. Nein, nach der Wende, also der Alitbetrieb ist aufgelöst und wir sind einfach auf der Straße. Auf der Straße, kein Job mehr. Damals hieß es einfach, nur schnell Geld verdienen. Imbiss, Wäscherei, Blumenladen. Fürs Deutschlernen war keine Zeit. Auch dieser Blumenladen nebenan ist in vietnamesischer Hand. Kong Binh Bac hat aber noch ein Restaurant. Gut zu tun. Manchmal 14, 15 oder 16 Stunden. Gegen Heimweh hilft ein Besuch in dieser Pagode in Berlin-Lichtenberg. Eine kleine, ganz andere Welt neben einem Gewerbegebiet. Es geht nicht nur ums Beten, es geht auch ums Zusammensein, zusammen kochen. Mai Hong Han war 1980 nach Aschersleben gekommen in eine Weberei. Nun lebt sie hier. Die Pagode ist für sie Heimat. Zusammen wie Familie, große Familie. Ja. Alle Freunde, alles Vietnam. Jeden Sonntag sitzen sie so zusammen. Nach der Wende sind viele aus anderen Orten der einzigen DDR nach Berlin gezogen. Ein bisschen näher zusammenrücken. Thuren Le hat eine Vorstandssitzung mit zwei Mitstreitern. Alle drei sind erfolgreiche Unternehmer. Duc An Dang erinnert sich noch, wie es zu Hause war in Erfurt. Seine Eltern waren im Textilhandel. Vor allem auch mein Vater hatte sehr viel Wert auf Bildung gelegt. Ich hatte mich beispielsweise mit einer 3 nicht mehr nach Hause getraut. Wirklich, ich hatte dann wirklich, das war dann für mich wie heute, würde ich sagen, keine Ahnung, schlimmer als eine Insolvenz. Jetzt organisiert er Messen im großen Stil. Sie haben einen Verein gegründet, Deutsch-Vietnamesen e.V. Es soll sich grundsätzlich etwas ändern. Vietnamesen gelten bisher als eher unauffällige Minderheit. Das ist auch ein Grund, wieso wir den Verein gegründet haben. Wir wollen sichtbarer werden. Wir wollen Teilhabe an der Gesellschaft haben. Auch Jüngere will der Verein gezielt einbinden. Ja, das ist halt wichtig, dass wir was tun. Richtig, ne? Um den Zusammenhalt stärken. Genau. Die Gemeinschaft der zweiten Generation muss gestärkt werden. Das gegenseitige Unterstützen geht sehr gut in Berlin-Lichtenberg, wo viele mit vietnamesischen Wurzeln leben. Eierreis mit Hühnchen von der Mutter von Thuren Le. Dazu gratis ein paar Worte auf Vietnamesisch. Auch das stärkt.